kommen wir zum Teil 2, zum Focus ST Kombi MK3. Ich bitte zu entschuldigen, wir haben ein bisschen Geräusche im Hintergrund, aber ich denke mal, das hört ihr nachher nicht. Wir kommen zum Thema Zündkerzen. Ich habe es ja gesagt, wir haben bei diesem Fahrzeug, nachdem wir angefangen haben, uns um den Datenstand zu kümmern, im letzten Video bereits erwähnt, dass wir mit den Zündkerzen ein bisschen Probleme haben. Das schauen wir uns jetzt mal an und da würde ich euch jetzt gerne mitnehmen zum Umbau, dass ihr einfach wisst, was ihr da wegbauen müsst, was ihr beachten müsst. Ja, und viele, die ein bisschen ein handwerkliches Geschick haben, die können das dann auch selber machen. Jetzt würde ich sagen, komm, geh mal ab in den Motorraum, dann bis gleich. So, der erste Step ist natürlich, ihr entfernt die Abdeckung vom Motor und dann seht ihr quasi hier schon die Zündspulen. Ich habe jetzt schon etwas angefangen, zeige es euch hier an der einen. Ihr zieht hier einfach an dem Hebel und zieht den Stecker vorsichtig runter. Dann sind die Spulen jeweils hinten links verschraubt. Hier genauso, um dazu hinzukommen, müsst ihr hier die 7er, die 8er Halteschraube und diese 7er lösen. Und dann könnt ihr das Rohr komplett rausnehmen und dann kommt er auch an die Zündspule vom Zylinder 4. Das machen wir jetzt gerade mal und dann würde ich sagen, dann sind wir sofort wieder da. Bis gleich. Also, jetzt haben wir die 7er Schelle gelöst, 7er Nuss, 8er Nuss, hier auch eine 7er Nuss. Und dann gehen wir einfach hin und ziehen die vorsichtig raus. Bisschen aufpassen, dass wir da nichts verklemmen. So. Dann haben wir sie schon draußen, legen wir weg. Wie ihr jetzt seht, kommen wir hier auch an die Zündspule Nummer 4. Hier einfach aufpassen, da ist noch eine kleine Leitung eingeklipst. Ist momentan leider alles ein bisschen warm, aber kriegen wir trotzdem hin. So, jetzt lösen wir hier die gerade noch. In dem Fall ist das auch eine 8er Schlüsselweide. Jetzt anlösen. Dann könnt ihr im Endeffekt sie von Hand rausdrehen. So, Nummer 2. Lösen wir die beiden auch kurz. Nummer 3 und 4. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter, wenn wir die Kerze rausbauen. So, jetzt sind die 3 bzw. die 4, die erste ist ja schon draußen, die 3 Spulen gelöst. Und jetzt geht er einfach hin. Und zieht die ganz vorsichtig raus. So, dann hätte man das erledigt. Jetzt nehmen wir am besten einen 16er Kerzenschlüssel. So, und dann könnt ihr die Kerzen rausholen. Und dann bauen wir jetzt die neue ein. Und dann geht es sofort im Video weiter. Jetzt würde ich sagen, sehen wir uns gleich. So, jetzt haben wir die neuen Kerzen da. Habt ihr eine extra Nuss, die quasi hält, dass die Kerze nicht reinfällt. Wichtig ist, dass es von Hand gut ansetzt. 2-3 Umdrehungen ansetzen. Dann anziehen und dann natürlich nicht vergessen mit einem passenden Drehmomentschlüssel nachher, wenn alle festgezogen sind, dann auf jeden Fall nachziehen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das dürft ihr nicht vergessen. Wir ziehen jetzt alle fest und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir soweit alle nachgezogen und jetzt kommen die Spulen wieder rein. Das heißt, wir haben hier die Spule. Spule drückt er vorsichtig rein. Du merkst oder man merkt einfach, da ist ein kleiner Widerstand. Und dann wisst ihr, dass er auf jeden Fall drin ist. Dann setzen wir hinten die Schrauben an und ganz wichtig ist hier vorne den Stecker. Der rastet ein, dann macht es ein bisschen Klack. Und dann ganz wichtig ist, dass er die 8er dann auf jeden Fall festschraubt und auf Zylinder 1 und Zylinder 4 nicht zu arg anziehen. Das ist lediglich ein relativ dünnes Gewinde, also da einfach aufpassen. Das ist nachher nur, dass es quasi Halt garantiert. Dann die 2 Leitungen nicht vergessen auf Zylinder 1 und 4. Ich schraube jetzt voll fertig und dann melden wir uns gleich wieder. Noch kurz ein kleiner Zwischenswitch für euch, wenn ihr hier rauszieht, den Stecker, und nachher wieder reinmacht. Ich habe es nicht damit getan, nur reinzustecken, sondern ihr müsst quasi diesen Clip hier
komplett reindrücken, bis die zwei Nasen hier anstehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Wenn die zwei drinnen sind, dann könnt ihr auch das Rohr schon wieder einführen. Beim Rohr auf jeden Fall aufpassen, dass ihr hier oben richtig drinnen seid. Und gleichzeitig hier unten. Also da habt ihr ein bisschen was zu tun. Hier unten zwischen die Gummis einfahren und dann gleich gucken, dass er oben auch so weit sauber sitzt, weil sonst habt ihr nachher nur Probleme. Ja, ein bisschen Aufwand, ein bisschen Mühe. So. Jetzt sitzen wir drinnen. Dann die beiden Siebener zusammenschrauben, gucken, dass die Schelle richtig sitzt, hier oben richtig sitzt. Die 8er Halteschraube und dann sind wir soweit fertig. Da machen wir jetzt auch gar nicht weiter. Wir sehen uns im nächsten Video. Nächste Video wird vermutlich Golf R sein. Momentan Stand. Freut euch drauf. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.